Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Es ist etwas her, dass wir diese Serie hier auf dem Kanal gezeigt haben. Heute sind wir wieder am Start und es geht in der Liga gegen den FC Chelsea und in der Europa League gegen Dundalk, das heißt einen irischen Vertreter, gegen den wir im Hinspiel ja Probleme hatten, aber jetzt ist das Rückspiel da und da wollen wir natürlich im Idealfall 3 Punkte einfahren. Wenn das Ganze euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Facebook, Twitter und Randrun, alles mal auschecken. Gerade bei Instagram solltet ihr auf jeden Fall vorbei. Beischauen, das ist auch wichtiger für die nächsten Videos und ich hoffe, dass allgemein diese Episode für euch interessant wird. Ich habe mir, ja, denke ich mal, besten 10 rausgesucht aus den jeweiligen Spielen, habe das ganz gut zusammengeschnitten und ich hoffe, dass es auch knackig bleibt, weil wir nicht so viel Geplänkel teilweise zwischendrin haben, wie es teilweise bei den Videos der Fall war. Ich bin gespannt, wie das ankommt, aber momentan sind wir noch dabei, ja, so ein bisschen zu sondieren. Den Markt natürlich unter anderem, den Mann aus Madagaskar, der beim HSV, soweit ich das gerade gesehen habe, spielt, der eigentlich relativ interessant ist für die Sechserposition oder halt auch ein Joao Mario, der mittlerweile beim BVB aktiv ist, sind alles interessante Spieler, allerdings ja keine, die so wirklich erschwinglich für uns sind, beziehungsweise die wir nötig haben, denn ich denke mal, ihr habt es mittlerweile schon festgestellt, wir stehen recht gut da in der Liga, in der Europa League und haben allgemein einen sehr breiten und sehr starken Kader und von daher müssen wir erst im Winter schauen, wo wir dann wirklich Verstärkungspotenzial bzw. Bedarf haben. Wir spielen, wie gesagt, gegen den FC Chelsea und zwar zu Hause im St. James's Park. Das wird natürlich mit A11 passieren und um die zu schlagen, ist schon einiges nötig, aber gegen die Großen sind wir immer stark. In der Realität hat sich Newcastle gegen Chelsea im Hinspiel auch nicht so schlecht präsentiert. Im Rückspiel war es sehr, sehr bitter. Mal sehen, wie es hier wird. Es ist das Hinspiel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Der FC Chelsea zu Gast im St. James's Park, Newcastle United gegen die Blues, die in den letzten Jahren ja eigentlich das Maß aller Dinge waren, mit zumindest in der Premier League. Eden Hazard, Diego Costa, alles Topstars. Momentan allerdings wird ihnen so ein bisschen der Rang abgelaufen und zwar unter anderem von Newcastle United. Die Magpies nicht mit den krassesten Namen, allerdings bisher mit der krassesten Punktausbeute. 10 Spiele, 25 Punkte und damit momentan Tabellenführer, 4 Punkte vor den Blues aus London. Thibaut Courtois, der Keeper, momentan nicht ganz so stark wie sein Gegenüber auf der anderen Seite, wie ja der neu gewechselte Benoit Costil. Der stand heute natürlich wieder im Kasten und bei Newcastle gab es allgemein einige Überraschungen in der Startaufstellung, die wir uns leider natürlich angucken werden. Moussa Sissoko, der Kapitän, führte eine Mannschaft auf den Rasen, die alles andere als schlecht aussah und die wir uns jetzt angucken werden. Costil, Zuma auf rechts, der ehemalige Londoner, daneben dann Vestergaard und Mbemba, Haidara auf links, davor Sissoko und Jonjo Shelvey zusammen mit Michy Batshuayi auf der 10, vorne drin Alex Oxlade-Chamberlain, Matthew Lecky und natürlich José Perez. Überraschend, dass Batshuayi auf der 10 spielte und nicht der Spanier, normalerweise andersrum, aber ist mein Experiment gegen Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill und Azpilicueta, eine sehr routinierte Defensive bei den Blues. Davor dann Ramirez und John Obi Mikel, Cuadrado, Victor Moses und Oscar hinter der einzigen Sturmspitze Loire-Remy. Unter anderem saß Eden Hazard nur auf der Bank. José Mourinho vertraute so ein bisschen ja auf seine Jungs, denn er wollte natürlich im Idealfall erreichen, dass Newcastle ein bisschen überrascht war von der Spielausrichtung der in blau gekleideten Tabellendritten momentan. Wir springen rein in die Partie und es ging recht interessant und recht knackig los. Wir sind in der 6. Spielminute, das ist Newcastle mit einem Ball auf Michy Batshuayi. Der ist im 16er, erster schöner Versuch gegen seinen Landsmann Thibaut Courtois. Aber der Belgier hält in der Situation wunderbar gegen seinen Stürmerkollegen. War richtig stark gemacht, aber Newcastle macht es stark weiter. Batshuayi, gute Körpertäuschung auf José Perez. Der legt weiter auf Matthew Lecky, gestört da gerade noch so von ja, Gary Cahill. Das wäre eventuell sonst 1-0 gewesen. Chelsea kam nach 20 Minuten knapp das erste Mal vor das Tor. Das ist Branislav Ivanovic. Die Flanke wird nicht gefährlich. Allerdings kommt Alex Oxlade-Chamberlain an den Ball und leitet den Konter ein für die Magpies. Gegen Cesar Azpilicueta, gegen den Spanier, setzt sich da durch, geht weiter, macht das da stark, wunderbar durchgesetzt. Immer noch am Ball, ein bisschen eigensinnig. Dann die Abgabe auf Moussa Sissoko und der weiter auf Michy Batshuayi. Der fällt an der 16er Kante und es gibt einen Freistoß aus ganz, ganz gefährlicher Position. Vollkommen zu Recht in dieser Situation auf Freistoß entschieden. Das war ein viel zu hartes Einsteigen. Eine Position für Massio Haidara. Das sah nicht schlecht aus, aber ein bisschen zu hoch angesetzt. Der französische Linksverteidiger haut diesen Ball über die Latte. Es blieb also beim 0:0 Chelsea nach 45 Minuten. Erstmals wieder gefährlich vor dem gegnerischen Kasten. Oscar mit der größten Chance für die Blues bis zu diesem Zeitpunkt. Aber Newcastle war das stärkere Team und hatte die besseren Chancen. Das ist Batshuayi im 16er, der Pfosten rettet. Ein bisschen irritiert vielleicht von John Terry. Allerdings muss er den
den trotzdem machen. So blieb es beim 0:0. Punkteteilung war nicht, dass wir beide Teams anstrebten. Sie wollten den Sieg und Newcastle hatte die Chancen. Batshuayi auf Ayoze Perez. 1:0, 60. Minute. Der Überfallkonter von Newcastle und der Führungstreffer nach 60 gespielten Minuten. Ganz, ganz stark gemacht. Batshuayi behält die Übersicht und im 16er läuft perfekt Ayoze Perez ein. Courtois ist da ohne Chance gegen den wuchtigen Schuss des Spaniers, der es auch nicht so sehr auf die leichte Schulter nimmt und diesen Ball wuchtig reinhaut. Es steht also, ja, 1:0. Chelsea versuchte zurückzukommen über Oscar, aber Costil mit einer klasse Parade hält seine Mannschaft im Spiel. Trotzdem machte Chelsea jetzt mehr. Wir sind in der 66. Minute. Klasse Antritt von Moses, die Flanke. Und das war Ramirez mit dem Kopfball, aber eine ganz, ganz starke Parade von Costil. Und nochmal ist der Franzose da. Er war jetzt der wichtigste Mann. Das Ganze dann ganz schwach geklärt. Er darf nicht mit den Händen nehmen, weil es ein Rückpass gewesen wäre. Aber im Endeffekt schafft es Newcastle, die Situation erstmal zu entschärfen. Trotzdem noch nicht vorbei. Nochmal der Ball auf Cesar Azpilicueta, der in den Rückraum. Da steht Ramirez. Und Remy zieht den Ball am Tor vorbei. Das war ja die größte, gefährlichste Situation bis zu diesem Zeitpunkt von Chelsea. Und dann kam Jonjo Shelvey ein bisschen zu uneigennützig. Hätte er vielleicht selber machen sollen nach der Balleroberung in der gegnerischen Defensive. So blieb es beim 1:0. Aber Newcastle drückte über Konter auf den entscheidenden 2:0-Treffer. Das ist Perez in den Rückraum wieder. Jonjo Shelvey versucht's alleine. Aber Courtois kann diesen Ball aus der Luft pflücken. 85 Minuten durch. Weiterhin 1:0. Chelsea kam nochmal gefährlich nach vorne. Gary Cahill hier mit einem Volley-Versuch. Aber Loarimi war zuvor im Abseits. Der Abstoß von ja, Benoit Costil auf Chancelin Bemba. Der auf Massio Haidara und vorbei war das Ganze. 1:0 Sieg also zu Hause für Newcastle United gegen die Blues, gegen den direkten Rivalen aus London. Das war eine ganz, ganz starke Vorstellung. Der Magpies gegen Chelsea, das in den meisten Situationen dieser Partie einfach nicht die Klasse bewiesen hatte, die es normalerweise haben sollte. José Mourinho hatte seine Mannschaft wohl nicht genug eingestellt und die B11, die so ein bisschen überraschen sollte, tat das nicht und konnte nicht outperformen. Ayoze Perez, der Matchwinner dieser Partie, und Newcastle United auch gegen Eden Hazard, der später eingewechselt wurde, mit einer ganz starken Defensivleistung, gewinnt 1:0 im direkten Duell gegen Chelsea. Jawohl, die Geordies gewinnen also und zwar vollkommen verdient, denn wir waren das stärkere Team. Natürlich hatte Chelsea diese eine offensive Drangphase, die ihr auch gesehen habt, wo sie ganz, ganz viele Chancen hatten, wo sie normalerweise locker den 1:1 Auswärtstreffer machen müssten, aber sie haben es nicht gemacht und dementsprechend stehen wir sehr, sehr gut da und haben ja, zu diesem Zeitpunkt jetzt zumindest mal auf Chelsea eine ganz schöne Menge an Punkten Vorsprung und zwar 7 an der Zahl. Also jetzt zählt es die Europa League. Wir spielen gegen Dundalk. Wie gesagt, in der ersten Partie gegen die Iren haben wir nicht gut ausgesehen, haben uns da so ein bisschen blamiert, denn wir haben es nicht fertiggebracht, den Ball ins Tor zu bringen. Da hatten wir sehr, sehr viele Großchancen durch beispielsweise Lecky und Bendtner, aber das Ganze wollte nicht so wirklich. Jetzt muss man natürlich vor heimischer Kulisse das Ganze ein bisschen anders gestalten. Und im Idealfall die richtig mit einer richtigen Klatsche nach Hause schicken. Wir sehen hier gerade noch so ein bisschen, ja, Gedusel, was wir uns mal so im Teambericht angucken. Die Entwicklung bei den Spielern sieht sehr stark aus. Danach habe ich die Aufnahme beendet und wir sind ein paar Tage später wieder am Start und haben noch ein bisschen Zeit bis zum Spiel gegen eben diesen Gegner. Haben auch noch Training vor uns, da sehen wir unter anderem schon Andrews Townsend. Wir haben ein Angebot von Schweden, Nationaltrainer zu werden, das sehen wir natürlich ab. Haben hier noch ein paar Spieler, die wir beobachten, unter anderem Riedelwald und, Riedelwald. Ich habe keine Ahnung, wie er genannt wird oder geschrieben wird oder gesprochen wird, aber der auf jeden Fall als Niederländer recht interessant für uns ist, weil wir allgemein relativ viele davon im Kader hatten zumindest. Haben ja Janmaat unter anderem abgegeben. Gini Wijnaldum ist natürlich noch da, aber an sich denke mal, ich verstehe trotzdem, wie ich das meine. Das Training ist so ein bisschen durchwachsen. 2x C, 2x D. Einmal immer ein Arbeit Hector Bellerin, der sich so ein bisschen wieder im Vordergrund spielen möchte, der Spanier. Aber trotzdem ein bisschen suboptimal. Wir haben 9 Nachrichten im Posteingang und die sind natürlich üppig, denn es sind alle Scout-Berichte. Haben natürlich dazu noch ein bisschen aus der Jugendmannschaft. Da haben wir gerade schon 2 Spieler gesehen aus Argentinien, die sehr, sehr stark waren. Aber natürlich ist das alles ja nicht genug, denn wir brauchen Spieler, die fertig sind und nicht nur Spieler, die talentiert sind. Und dementsprechend müssen wir die noch ein paar Monate drin lassen. Ich bin gespannt, weil wir mal wieder solche Spieler haben wie letztes Jahr Lennart Ajetheil-Sippel beispielsweise, der ja unglaublich stark war. Oder auch, wen hatten wir denn noch? Ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen. Aber wir hatten sehr viele Deutsche gerade, auch wenn Lennart Ajetheil-Sippel kein deutscher Name ist. Hatten wir sehr, sehr viele, die da sehr stark waren. Ich bin gespannt, wann das wieder der Fall sein wird. Aber jetzt konzentrieren wir uns mit dem aktuellen Kader auf die Europa League gegen eben Dundalk, wie ich es gerade bereits angemerkt habe. Haben vorhin auch einen Scout-Bericht aus Frankreich, unter anderem mit Corentin Tolisso. Aber naja, wie gesagt, wir können sowieso aus dem Winter ein bisschen was machen, trotzdem muss man die Spieler beobachten, aber eventuell scheint es in den nächsten Episoden auch raus. Ihr könnt mir natürlich gerne Kommentare schreiben, wollt ihr, dass ich es drin lasse, damit ihr seht, was für Spieler ich beobachte, oder wollt ihr einfach nur im Winter die wirklichen Transfers, beziehungsweise, ja, wie es eventuell der Hansus macht, dass er nur die wichtigsten Sachen reinschneidet, nicht die ganzen Scout-Berichte oder Spieler, die wir scouten und so weiter und so fort, dass ich die nicht immer zeige, sondern dass ich das rausschneide, damit ich nicht so viel drumrum labern muss und dass wir halt im Winter dann einfach sehen, für was ich Angebote mache und dass ich euch quasi damit ein bisschen überrasche. Schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Allgemein könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie euch diese Episode gefallen hat und wie es euch gefällt, dass ich jetzt wieder anfange, damit haben
reden, weil ich nicht mehr gut Zeit habe. Ist aber auch egal, denn jetzt geht's wieder ganz ruhig und gelassen ins nächste Spiel gegen Dundalk. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich nach diesem Europa-League-Spiel wieder. Der St. James' Park prall gefüllt für die Europa League. Die irischen Vertreter von Dundalk waren zu Gast bei den Männern aus dem Nordosten Englands. Im Hinspiel ein mageres 0:0. Da hätte Newcastle normalerweise hoch gewinnen müssen. Allerdings hatten sie die Chancen nicht genutzt. Und dementsprechend hatten die Iren einen Punkt abgeluchst. Heute sollte das vor allem in der Kulisse natürlich anders laufen. Momentan Tabellenplatz 2 für die Magpies hinter der TSG 1899 Hoffenheim. Aber auch nur einen Punkt vor Panathinaikos FC. Das ist natürlich eine sehr interessante Gruppe. Zumindest zwischen diesen drei Teams ist noch nichts entschieden. Dundalk normalerweise als krasser Außenseiter, so gut wie ausgeschieden, aber sie wollten die Magpies ärgern und genau das war die Devise. Wir sehen hier schon drei Spieler, die normalerweise in den letzten Wochen überzeugt haben. Batshua Yi zusammen mit Tsai Weh und Lecky nur auf der Bank. Dann haben wir noch Chaik Tiote, der Ivora, der sich daneben die setzt. Also heute ein bisschen B11 bei Newcastle. Elliot im Kasten, der Pokalkeeper davor. Zuma, Pogba, Chancel im Bemba und auf der linken Seite der Position Sebastian Pocognoli. Auf der Doppel-6 Bigi Rimana, der mal wieder einen Einsatz bekam, und Sissoko. Davor dann Armstrong, Bentner, Townsend und eben Matthew Lecky. Es war übrigens nicht Lecky, den wir da gerade gesehen haben, das hat sich jetzt von selbst ergeben. Wir gucken uns die andere Seite an bei Dundalk, da haben wir wieder ein paar No-Names, beziehungsweise nur No-Names. Rogers, Gannon, Gardiland, Boyle, Messi, O'Donnell, dann zusammen noch natürlich mit Towell auf der 6, der vielleicht bekannteste Spieler davor, Finn, Horan, McMillan und Moonley, das ist eine 11, die ja keinen einzigen Spieler, den man wirklich kennen müsste. Nur in der irischen Liga sind sie bekannt, aber das ist ja auch alles andere als ja ungewöhnlich bei solchen Teams. Ist ja bei Schottland und Wales beispielsweise nicht sonderlich anders, auch wenn Wales keine wirkliche Profiliga hat, denn diese Teams spielen ja in der Premier League, beziehungsweise der englischen BPL. Ja, genug um den heißen Brei herumgeredet. Wir springen rein in die Partie und Newcastle begann richtig gut über Niklas Bentner. Wir sind gerade mal in der dritten Spielminute und der Däne versucht es direkt mal aus etwas weiterer Distanz, allerdings am Tor vorbei. Es ging trotzdem gut weiter für die Magpies. Adam Armstrong hier mit der nächsten Gelegenheit, aber der Ball gut rausgefaustet vom gegnerischen Keeper. Trotzdem machten sie natürlich Druck. 15 Minuten durch, das ist Niklas Bentner mit dem Ball auf Bigi Rimana und der Mann aus Burundi zieht einfach mal ab, 1:0. 15. Spielminute, wunderschön das Tor vom jungen Nachwuchsspieler der Magpies. Das war ein klasse Schuss. Er ist ja Mann aus Burundi. Er kommt so gesehen auch aus England, hat die englische Staatsbürgerschaft, aber spielt wahrscheinlich irgendwann trotzdem mal für Burundi. Und das ja eventuell geht England ein kleiner, großer Nationalspieler durch die Lappen, denn das zeigt seine Qualitäten. Newcastle zeigte weiter Qualitäten. Versuchte es in der Folgezeit nach 20 Minuten über Andros Townsend, der den Ball hier nicht ins Tor bekommt. Zu zentral auf den Keeper geschossen, als hätte das 2:0 sein können. Weiter passiert im Durchgang 1 nicht mehr viel. Zweiter Durchgang, Sebastian Pocognoli, der Belgier, klasse durchgesetzt auf der Außenbahn, die Flanke an den 5-Meter-Raum und das 2:0 durch Niklas Bentner, 48. Minute, ganz starker Start in die zweite Halbzeit für die Magpies, wunderbar gemacht von Pocognoli, der momentan noch nicht Stammspieler ist bei den Magpies, sich über Pokalauftritte empfehlen muss und das hier auch macht, wunderbarer Pass auf Niklas Bentner und der Däne trifft momentan bei den Magpies, ist schon richtig gut angekommen und sie versuchten weiter nach vorne zu spielen. Adam Armstrong mit dem nächsten Versuch und da steht sie, Soko, 3:0, 51. Minute, Doppelschlag von Newcastle United. Wunderbar gemacht vom jungen Armstrong, der auch immer stärker wird und immer gefragter bei den Magpies. Und dann ist Sissoko da und verwertet diesen Abpraller. Natürlich ein bisschen unglücklich für den gegnerischen Keeper, dass er diesen Ball nicht weiter rausbekommt und dann im Nachfassen auch nicht mehr ganz da ist. Aber der französische Kopfball hier einfach zu stark und dementsprechend 3:0. Nächste Chance über Florentin Pogba in die Mauer. Gute Freistoßposition, aber er konnte sie nicht nutzen. Trotzdem macht er defensiv einen ganz, ganz starken Job, der Bruder von Paul Pogba. Dann Henri Saivé eingewechselt nach knapp 75 Minuten. Wunderbar im 16er. Vielleicht ein bisschen zu spät vom Ball getrennt und dann auch unfreiwillig. Sim de Jong ebenfalls eingewechselt. Rennt da in seinen Mitspieler rein. Trotzdem, ja, das ist noch nicht alles. Sie hatten noch weitere Chancen. Chaik Diote, der Ivora mit dem Versuch, aber wieder geklärt von der Defensive von Dundalk. Sie versuchten mit Mann und Maus hier irgendwie das 0:3 zu halten, um sich nicht komplett abschießen zu lassen. Diote auf Bigiri. Mana nochmal mit der nächsten Schussgelegenheit. Da ist Saivé nochmal zu lässig. Aber sowieso im Abseits der Senegalese dementsprechend nicht. Ja, mit dem entscheidenden Treffer zum 4:0, beziehungsweise mit dem Treffer zum absoluten Abschuss von Dundalk. Auch so war das Spiel vorbei. Newcastle United gewinnt 3:0 gegen den irischen Außenseiter und diesmal standesgemäß mit 3 Toren Vorsprung. Deutlich effektiver, deutlich besser als im Hinspiel. Keine Chancen für die irischen Vertreter. Moussa Sissoko mit einem Treffer, Niklas Bentner mit einem Treffer und natürlich nicht zu vergessen, geil, Bigi Rimana mit einem wunderschönen Treffer. Newcastle setzt sich also weiter in der Spitze der Gruppe fest. Dundalk ist so gut wie ausgeschieden, aber für Newcastle scheint es um den Gruppensieg zu gehen.
Na, der Gruppensieg ist zumindest das Ziel, was wir natürlich anstreben. Wir wollen im Idealfall natürlich als Erster durch diese Gruppe marschieren, um den einfacheren Gegner dann im 16. Finale oder 8. Finale, je nachdem, wie das bei FIFA gehandhabt ist, zu bekommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Episode fandet. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie wichtig das ist, wie sehr ich mich darüber freue. Ist die beste und großartigste Unterstützung, die es überhaupt für mich gibt und natürlich auch für diese Serie. Es wird in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger Karrieremodus kommen. Hoffe ich zumindest, dass ich das hinkriege. Natürlich auch die beieinander von Hannover und von Bielefeld. Bei Bielefeld steht eventuell irgendwann Vereinswechsel bevor. Bei Hannover steht ein bisschen Europa League bevor. Ich denke mal, das wird alles sehr interessant. Und wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ja, dass ihr momentan relativ viel Glück habt. Sowohl beim St. Patrick's Day, was Packs angeht, als natürlich auch jetzt bei den Position Changes. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ja, das war's mal von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, was ich gerade schon gesagt habe. Aber ist egal, ihr müsst die Zeit füllen. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.